Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, richtig? Forza Horizon 4 hier auf meinem Kanal OP. Glück oder Können, wenn es will. Wir haben immer noch den wunderschönen Manta. Manta, Manta, wir fahren durch die Nacht. Ja, ich als alter Opelaner, natürlich habe ich mir ein Opel geholt ins Spiel. Ich habe was markiert, das ist gleich um die Ecke, wir fahren mal hin. Ich habe keine Ahnung, das ist irgendwas mit Dorfrundenrennen. Winter läuft ja auch ein paar Stunden ab, also machen wir nochmal ein Video im Winter. Weil dann kommt bestimmt wieder Herbst. Nee, Frühjahr. Frühjahr kommt dann, Frühjahr. Herbst kommt vor Winter. Ah, Sommer. Nee, Sommer, Herbst, Winter, Frühjahr. Ja, kommt hin. Hört mir nicht zu, ich labere immer viel Stuss, aber das ist meine Art, mein Kanal, meine Videos. Und nicht vergessen, ich habe einen Reaction-Channel und ich komme immer noch nicht damit klar, dass wir die ganze Zeit in England fahren. Kommt wirklich damit nicht klar. Okay, wir haben den Manta. Natürlich können wir auch den Manta nehmen. Das ist ja deutsches Auto, ne? Ja. Mal gucken, was passiert. Da gibt es mehrere Rennen. Ja, mal gucken. Ah, sieht der Manta gut aus. Der Manta ist wunderschön. Ja. Broadway Village, runde Stadt. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gelesen habe. Alles deutsche Autos? Ja, kein Problem. Der Manta ist, glaube ich, ein bisschen untermotorisiert, aber ist nicht schlimm. Muss ja nicht Erster werden. Oh mein Gott, ich hätte so Mercedes nehmen können, den grünen. Den habe ich auch, aber der Manta, ja, der Manta ist ein Opel. Und hier gibt es ja angeblich nur zwei Opels, also der ist schlecht, ich bleibe beim Manta. Ja, Driften ist gut damit, Driften ist sehr gut damit. Den Mercedes haben wir schon weggedrängelt. Ich will denn so einen Geländewagen hier beim Rallye, Mensch. Naja, 10er bin ich schon mal, das ist gut. Wir sind zu langsam für die Kurven, das ist auch gut. Alter Schwede. Hä, wir haben es auf dem 8. Platz gemogelt. Ich hoffe, ich habe alles mitgenommen. Ja, ich glaube schon. Ja. Oh nein, ich höre von links ein. Ich höre einen, der uns überholen will. Nicht gut. Okay. Na gut, den ersten gewinnen wir so nicht, aber... Es geht doch um den Fun-Faktor, nicht um das Gewinnen. Wer erzählt das denn? Ja, ich. Und wenn ich das sage, dann stimmt das. So. Dafür ist der Manta gut im Driften, finde ich. Ey, selbst der Mercedes ist nur Platz 6. Das ist doch ein bisschen unwahrscheinlich. Haben wir schon die ganze Zeit Runden? Ja, klar. Ah, wir haben den teuren Mercedes weggedrückt. Ich habe das Ziel gar nicht mitbekommen. Wir sind schon zweimal durch. Oder einmal auf jeden Fall durch. Ja, wirklich ganz kurze Runden rennen. Nein, das war zu viel Gas. Genau. Und dann... Ah! Oh. Ey, sorry, Kinder. Nein, das kann mir keiner erzählen. Ich fahre seit 20 Jahren Auto. Dass das Auto sich so verhält. Ey, irgendwann ist der Drift auch weg. Erst recht, wenn man zweimal voll auf die Bremse gelatscht ist. Eigentlich im Stehen ist, dann hat der untenrum nicht noch 3000 PS und 10.000 Newtonmeter. Nein. Okay, wir sind Vorletzter. Also teilweise, auch wenn es glatt ist, verhalten die Autos sich ein bisschen unwahrscheinlich realistisch. Ja, okay, dann war es im Arsch glatt und dann ja, reicht ja schon ein kleiner Tipp aufs Gaspedal. Ja und nein. So funktioniert das nicht ganz. Also, dass die Räder durchdrehen. Aber nicht, dass die Karre als mit den Hintern weggeht, weil es immer noch am... Ich habe keine Ahnung, was ich hier sage. Mein Gott, wir waren so schön weit vorne, jetzt sind wir so weit hinten. Kein Problem, Ziel ist da und wir sind Elfter. Ja. Und kassieren nochmal. Das reicht nicht. Ein paar Strafpunkte. Ja, das reicht. Warum macht das Auto jetzt ganz anders? Was? Ich liebe Forza. Ah, Scheiße. Jetzt kriege ich ihn gar nicht mehr zum Stoppen. Ich... Naja, was soll ich sagen? Wir... Oh, jetzt beruhig dich mal. Hier ist ja nicht mal klappt. Ich sehe den trockenen Asphalt unter mir. Sorry, ich fahre seit 20 Jahren Auto und ich kann es. Aber hier gerade nicht. Boah, ist der tief geworden. Was ist denn los? Naja, war Müll. Soll mir sagen, was soll ich sagen? 12. 20, 10 mir das umgetrieben. S1 Rallye Monster ab, was? Was ich hier freigeschaltet habe, habe ich keine Ahnung. So, ich habe schon das nächste Ziel markiert. Ist auch nicht schlimm.
Ich versuch's nochmal. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, wir sind da. Mal gucken, was uns jetzt in dieser Season-Finalrennen erwartet. Saisonrennen, sorry. Naja. Ja, ich bleib mein Auto treu, auf jeden Fall. Hey, ich bin Opelaner. Der Wagen war nicht schuld, der Fahrer war gerade schuld. Ja, es ist M-Storm. Okay. Boah, die Musik im Hintergrund. Schade, ich kann sie nur auf eins runterdrehen, nicht auf alles. Johann Strauß, warum läuft denn so Oldschool-Musik? Na egal. Okay, wir sind wieder 12. Der Manta macht alles. Ja. Oh, das war ja ein schöner Drift. Wenn ich das wiederholen könnte, wäre das schön. Okay, jetzt muss ich versuchen, ein bisschen sachter zu fahren, nirgends hängen zu bleiben oder wogegen zu rammen. Ja, das wird gut. Will runterbremsen, diesmal mache ich nicht den Trick, ist doch wirklich glatt gerade. Nein. Naja, eigentlich haben wir ein Rallye-Fahrzeug. Eigentlich müsste das auch mit Schnee klarkommen. Und wir haben Winterreifen drauf. Eigentlich perfekt. Okay, das ist ein Streckenrennen. Ja, 20% haben wir schon. Und die Autos vor mir ziehen alle weg. Die sind alle motorisiert. Also die, ja, motorisierter. Genau, die haben alle größere Motoren als ich. Obwohl der Manta hier mindestens ein 2-Liter Motor ausgestattet sein muss. Nee, darf ich... Ich wollte gerade sagen, wann setzt das denn ein? Boah, der Schnee, Alter. Das war. Also, hier ist schon mal lang gefahren. Ach nee. Boah, ich muss noch weiter zurück. Scheiße, das gibt so Strafpunkte. Okay, verdammt. Okay, wir verlieren natürlich Plätze. Ich wollte eigentlich so einen Scheiß nicht machen. Ich wollte eigentlich sauber hier durchkommen. Also eigentlich müsste der Manta einen 2-Liter-Motor haben. Oder einen 2-2er, 2-4er. Injection hat auch seine 150. PS ist jetzt nicht zu vergleichen mit den anderen Autos, aber eigentlich mehr als ausreichend. Es ist Schnee. Ja, ist der Manta denn Allrad? Nee, das ist ein Hecktriebler. Oh mein Gott, ey, 7. Platz schon verloren. Ah. Ich bleib trotzdem mit dem Manta gerade. Juckt mich nicht. Das ist ein Opel und ich war lieber ein Opel und verliere, als ein schnelles Auto, um zu gewinnen. Na, ja, das muss man dazu sagen. Ja, im Großen und Ganzen verhält sich der Manta doch gut. Ich will mir das schönreden. Nein, ich will mir das nicht schönreden. Es gibt ja keinen leistungsstarken Opel hier drin. Es gibt ja keinen 2 Liter 16 Ventiler Turbo auf Ladung Calibra, den man dann nochmal richtig auf 300 PS tunen kann. Gibt's ja nicht. Na, sieht das Ganze schon anders aus. Allrad und Turbo auf Ladung oder ein Omega A Lotus hätten sie auch ins Spiel mal einbauen können. 370 PS, 560 Newtonmeter, von 0 auf 100 in 5,2 Sekunden, 3,6 Liter Injection Motor, B-Turbo, Baujahr 91, haben sie ja nicht mit eingebaut, die guten Opel. Die extrem leistungsstarken haben sie ja nicht mit eingebaut, das wäre ja dann Konkurrenz für die anderen Autos. Ja, sorry, ein bisschen Fakten hier am Wegesrand. Oh mein, ich bin so schlecht, ich bin schon 9. Guck mal, wie glatt der Boden ist, Alter. Also die Spiegelung und das Eis, ja. Ein Wunder, dass ich so gut fahre. Ja. Ja, der Vorteil ist, dass der Manta nicht so viel Power hat. Ah, scheiße. Obwohl es den Manta auch schon mit einem 2 Liter 16 Motor gab, dabei bei 160 PS. Aber egal, wir haben ein paar Punkte geholt, sehr schön. Ja, echt schön. Und wir haben ein zweites Saisonrennen nicht gewonnen. Das heißt, wir kriegen auch keine Points dafür. Sehr gut, so geht das. Okay, wir fahren auf Rennen Nummer 3 zu. Ich bin zwar immer letzter, weil ich den Manta behalte. Aber das letzte Rennen für dieses Video. Und dann haben wir alles voll, was wir brauchen. Ja. Boah, ja, trotz Manta, ne? Ich bleib dabei, ich bleib wirklich beim Manta. Aber wenn wir verlieren, es ist ein wunderschönes Auto, ich feiere ihn und beim nächsten Mal natürlich keinen Manta. Denn beim nächsten Mal wollen wir natürlich Rennen gewinnen, das heißt beim nächsten Mal nehme ich nicht den Manta, aber für dieses Video Manta und ich habe den Start versaut. Scheiße! Aber warum all diese klassische Musik? Warum ist diese Season, diese, Winter-Season
mit so klassischer Musik ausgelegt. Das ist nervig. Hey, 12. Ich bin 12. Ich bleib 12. Ich werde 12. Das muss mal jemand hinkriegen. Das soll mal jemand wie Paluten hinkriegen. Letzter Platz und den auch halten, ne? Ja, lieber großer Paluten, ich liebe dich und das Freedom Squad. Fahr mal mit dem Mantampa-Rennen. Zeig mal, wie gut du bist. Ja? Aha. Das wäre mal eine Ansage, ne? Er kommt leider nicht durch zu ihm, leider. Ist aber einer meiner 4 Idole. Ich feiere immer das Freedom Squad. Natürlich sind meine Videos an ihre angelehnt, weil ich sie ja selber gucke, angelehnt. So gut wie sie bin ich nicht, weder in Unterhalten noch im Game, aber ich versuch's. Ich fände es lustig, bei euch Videos zu machen. Oh oh. Und ich spiele wegen euch und meinem Kanal Games, die ich nie im Leben sonst anfassen würde. Also, Forza würde ich eigentlich anfassen, aber ich bin ja seit Jahren COD-Spieler, Ego-Shooter. Und eigentlich würde ich dann auch kein Rennspiel anpacken, aber durch meinen Kanal, ja. Okay, die erste Runde. Wir sind immer noch 12. So gehört sich das. Wir sehen aber die Autos, also den 11. den können wir schon riechen. Also theoretisch nein. Scheiße, okay, das war noch gut. Könnten wir noch drankommen. Also die Taktik mit spät abbremsen lassen wir mal lieber. Okay, das zählt noch. Weil der Manta kann das nicht mit der Geschwindigkeit aufholen. Oder es ist einfach Winter. Obwohl ich Winterreifen drauf habe, das ist der Witz dran. Da ist ein Porsche. Ja. Hier können wir ein bisschen Geschwindigkeit gut machen. Jetzt muss hier jeder runterbremsen. Wir versuchen aber links darum vorbeizukommen. Ja, klappt nicht. Aber ja, habe ich gesagt. Upsi Daisy. Ich habe einen Stern bekommen, wofür? Ah nein, letzte Runde. Ja, der Manta ist ein bisschen schwach auf der Brust, aber wie gesagt, es gibt eigentlich auch einen größeren Motor in dem Ding. Gab auch schon einen Umbau, ich weiß nicht, ob das serienmäßig war von Opel. Gab es einen 3-Liter Motor drin, ne? Den aus dem Omega, das wäre jetzt ein bisschen lustiger, weil der hat so schon 204 PS, rein 6 Zylinder. Der wäre jetzt hier drin richtig lustig. Naja, sah gut aus. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr 12. Das ist schon mal stark. Ey, den 190er muss ich blätten. Den Mercedes muss ich blätten. Der hat kein bisschen mehr Leistung als meine, auch wenn es 2 Liter 16 Ventiler ist. Den muss ich blätten ohne Problem, weil da ist der Manta in der Klasse drin. Motorenklasse und Gewicht und so, da ist er beim 190er drin. Selbst wenn es jetzt 2,6er, 16 Ventiler ist. Der auch schon sehr stark ist. Aber eigentlich den müsste ich bügeln. Hab ich auch, ne? Ja, gut. Gut, das wollte ich nur mal klarstellen. Den hab ich auch gebügelt. Gut, die Autos, die sind neuer. Die haben mehr Drehmoment, größere Motoren. Beziehungsweise kleinere mit mehr Turboaufladung. Obwohl, da ist ja auch ein 8-Zylinder drin. Und ich habe, wenn es hochkommt, einen 6-Zylinder. Aber danke. Ich wurde ja mal 6. Was ist das? Das ist doch ein geiles Ende für das Video, oder? Ja, finde ich auch. Was habe ich freigeschaltet? Irgendwas habe ich freigeschaltet. Nee, gar nichts, schade. Ach, mein Manta, ich liebe ihn. Oh, die Musik macht mich so müde. Die zieht mich gerade richtig runter. Also ich persönlich, ich höre Hip-Hop, Rap. Ich höre eigentlich fast alles. Aber diese Musik macht mich richtig müde und zieht mich runter. Okay. Wir haben richtig 3 richtig miese Rennen abgeliefert für die Saison, der Wintersaison. Ich bin aber meinem Motto treu geblieben, heute nur Manta. Und als Opelaner muss man das auch. Ich feiere den Manta immer noch sehr. Ich bin gut, dass ich mir im letzten Video gekauft habe. Ja, ich will noch ein bisschen Zeit gut machen. Und der Manta ist immer noch ein schönes Auto. Wie gesagt, es gibt schnelleres, es gibt langsameres. Schade, dass Forza nie die richtigen Opel-Monster mit reingebracht hat. Wie gesagt, da gibt es wirklich ein paar. Die würden selbst noch die neueren Fahrzeuge in den Schatten stellen. Aber sonst nice. Ja, ich müsste mal die Abmod machen, ne? Ich bin gerade voll dazu. Aber guck mal, wie schön ich drifte. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche einen schönen Tag, einen guten Morgen und einen noch besseren Abend. Beim nächsten Mal alles außer Manta, leider. Ich bin hiermit raus. Peace.